Wolf und ein paar mehr Wölfe. Dann haben wir nochmal Schlagzauberer. Und nochmal klar. Ist doch natürlich. Da muss noch was kommen. So. Das haben wir aber auch gleich geschafft. Das ist nicht so schlimm. Überlegt, was die alles aushalten müssen, das ist schon echt gut, wie die das durchhalten. So, einmal den Wolf hier noch, dann da hinten die noch. Da war nochmal ein Klav. Kleiner Mana-Trank und dann geht's auch schon weiter. Dann haben wir nochmal Brax Zauberer und Brax, normale Brax. So, ach du Schande. Und ein paar mehr. Lederhandschuhe brauchen wir nicht. Oststab haben wir schon. Gold ist immer gut. Stoßschwert hatten wir glaube ich auch schon mal, das ist nix. Verbogener Stab hatten wir auch schon, ist auch nichts. So, machen wir das auch und dann geht's hier glaube ich gleich schon, da haben wir einen Mana-Brunnen, meine ich. Gucken wir mal, ja genau, das ist ein Mana-Brunnen. Braucht man nicht, haben wir alles voll. Da hinten haben wir noch einen Furok und haben wir ein paar Zauberer. Genau, das ist wieder ein Furok-Schlitzer. So ein Schlitzer. Zerrissenes Leder braucht man nicht. Den könnten wir gleich mal, wenn wir hier fertig sind. Erstmal einen Mana-Trank. Noch einmal bitte. So. Oststab braucht man nicht. Wiederbelebung, nein. Wo ist es denn? Kampfesheilung, da haben wir es doch. Zack, zack. Nein, das war falsch. So, und weiter geht's. Hier ist der Weg. Da geht's jetzt weiter. Nochmal wieder ein paar Zauberer. Rostiger kleiner Rundschild, ich glaube der ist langweilig, ja, zwei, genau, naja, ich. So. Einmal zusammen ausgewählt, zusammen einmal drauf gehen, dann war es das auch schon. Nochmal Gold einsammeln. So, hier hinten haben wir jetzt die Schlucht und dann sind wir gleich schon an den Eishöhlen. Dann geht's schon weiter da. Das wird echt noch spaßig werden. Das wird dann etwas spannender, glaube ich, weil da kommen ein bisschen härtere Gegner wieder. Jetzt wird es hier total nebelig. Jetzt sehen wir gleich gar nichts mehr. Also diese Wölfe am Anfang, diese normalen da, die waren ja echt noch. Ja, die nerven eigentlich nur hier. Also jetzt sehen wir echt nicht mehr viel hier. Machen wir nochmal Zauberer. Jede Menge anscheinend. Gloan hat hier von meinem Nahkampf. Langbogen brauchen wir nicht. Lederhandschuhe auch nicht. Das war's schon. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ich glaube, hier ist es richtig. Ja, das sieht gut aus. Gucken. Oh ja. Das sind die Eiskrieger. Ich habe ja bereits angemerkt, es wird eisig. Ja, das sind die Eiskrieger mit Eisschwertern und allem drum und dran. Da ist ein Eisschwert, aber das ist nichts. Das kann ich euch mal gerade kurz zeigen.
Stärke 19, die habe ich noch nicht mal. Und es ist nur 40 bis 48. Und ich habe hier gerade 40 bis 50. Von daher bringt das überhaupt nichts. Gerade wenn wir dabei sind. So. So, und jetzt müssen wir aufpassen, weil da uns einiges erwartet. Und da müssen wir wieder so ein bisschen rumtricksen. Und da müssen wir eben ein bisschen aufpassen. Ich muss mal kurz gucken, können wir das noch machen? Nein, das haben wir noch. Das ist irgendwo anders hinten. So, jetzt ist hier das Tor aufgegangen. Und dann sind wir schon in den Eishöhlen. Jetzt haben wir hier hinten Eiskrieger, nochmal einen Eiskrieger. Und das sind ja nämlich diese dämlich nervenden Eisfliegen. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Gucken wir mal, wie weit wir mit Olora kommen. Guck mal, da kommt schon eine angeflogen. Die sind nicht einfach nur nervig. Jetzt mal ein bisschen geschickt hier. So, jetzt kommen die da schon. So. Vor denen muss man sich einzeln jetzt noch nicht unbedingt in die Hose machen, aber wenn von diesen Kriegern hier. Ach, da hinten haben wir. Oh. Eishöhle. Ich glaube, das ist so ein Nest, wo dann ganz viele Eisfliegen rauskommen. Och, du Schande. Oh, da habe ich jetzt schon wieder keine Lust drauf. Was haben wir denn da noch? Da kannst du dich mal kurz gerade drum kümmern. Ja, da sieht man, wie sehr die reinhauen. Und da kommen sie nämlich schon angeflogen. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Aber jetzt bleiben die da irgendwie stehen. Okay. Dann haben wir noch einen. Okay, wenn die da stehen bleiben wollen. Ich meine, da kommen jetzt einige. Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Da kommen jetzt einige. Ach du Schande. Ich glaube, wir machen mal gerade kurz einen Rückzug. Genau das finde ich gut jetzt so. Das finde ich schon besser. Das sind ja einige. Gucken, wie weit wir kommen. Nein, du Ulora, du gehst mal weg. Oder geht alle nochmal weg? So, genau, machen wir das so. Das ist etwas kontrollierter. Du gehst mal ganz schnell weg hier. Das ist das, was ich eben meinte oder vorhin oder weil ich das auch immer gesagt habe. Das ist das Wichtigste. Man muss auf den Zauberer achten. Hey, du, lass mich in Ruhe hier. So, sehr gut. Das schaut doch gut aus. Ich kann mir nämlich vorstellen, ich meine mich zu erinnern, dass das damals, als ich es schon mal gespielt habe, ein ziemlicher Brocken hier am Anfang direkt war. So, Eisschwert brauchen wir immer noch nicht. So, jetzt gehen wir mal hier gucken, was wir da noch haben. Was scheint gut gegangen zu sein hier alles. Hier haben wir noch einen Brag. Da ist dann ich alles auf einmal gekommen. Hier sind nämlich einige Brags. Und dann ist das immer etwas schwieriger gewesen. Zumal wir jetzt ja sogar noch auf Normal spielen. Früher habe ich immer auf Leicht gespielt. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Da ist das echt nicht gerade ohne. So. Gucken wir mal, was uns da oben erwartet. Hier geht's nach oben. Immer wieder ein Eisnest. Da kommen sie angeflogen. Bleiben wir hier einfach mal stehen. Machen das von hier hinten aus. Zeigen wir den mal kurz hier. Okay, das hat sich jetzt gerade nicht gelohnt. Okay, die alleine scheinen ja nicht unbedingt das Problem zu sein. Aber wenn da jetzt irgendwas anderes noch mit ankommt, dann ist das schon etwas anderes. So. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe so ein bisschen Probleme mit Festplattenspeicher. Ich weiß nämlich nicht, wie das jetzt aussieht. Ach, ich mache einfach mal weiter. Ich habe gerade Lust, weiterzumachen. Mal gucken hier. Gucken wir mal mit Olora, wie weit wir da kommen. Sehr gut. Locken wir die mal an. Bringen wir die mal ein bisschen weiter. Der ist ja gleich auch schon hinüber. Jetzt kommen die da schön an. Gehen wir der mal ein bisschen zurück. Gehen wir auf die drauf. Sieht aus, ob der eine Kopfnuss gibt. Okay. So, da haben wir hinten noch Zauberer. Okay, dann haben wir eine Kiste. Mal gucken, was wir da so finden.
verkohlter Start. Davon habe ich jetzt, glaube ich, schon 10 Stück oder so was gesehen. Innerhalb kürzester Zeit. So. Schildkrötenschild. Was wir da haben. Nichts, auch gut. Gehen wir mal hier weiter. Ah, ich glaube, ich weiß nicht. Ja, genau. Einfach stehen bleiben. Und dann kümmern wir uns erstmal um den. Gloan hat schon wieder an Stärke gewonnen. Ja, damit kann er jetzt den nehmen. Den hatten wir bei dem an, bei Gyorn schon etwas. Ach nee, das war falsch. So. Hat schon gewundert. Wieso kann die den denn nehmen? Dann können wir das, glaube ich, mal raustun hier. Und jetzt der Hammer, Eisschwert. Nee, brauchen wir alles nicht. Da kommen nämlich jetzt, meine ich, noch mehr. Wisst ihr? Ich sag's ja. Du Schande. Ich glaube, jetzt mal ein bisschen zu voreilig gewesen. Und Lora hat an Geschicklichkeit gewonnen. Wir haben keinen Bogen mehr zur Verfügung. So, der hat's gleich hinter sich hier. Oh, das ist uns die Bogenschützen. Hier kommen wir diesmal nicht so schlimm. Auf Dauer ist das natürlich etwas anderes. Oh, was trinken. Eisbogen. Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei dem aussieht. Dann gehen wir mal rüber. An Olora. Okay, Stärke 14. 11 Meter, 33 bis 37 in den Turm raus. Ist wieder genauso, das bringt eigentlich gar nichts. Ja, genau, geht dahin, wo er hergekommen seid. So. Das war's dann auch schon wieder. 276 Gold. Sehr schön. Was wir hier haben. Jetzt mal hier irgendwann so ein Eisdrachen oder sowas. Mal schon wieder ein Nest. Obwohl das Nest schnell kaputt gehen machen kann. Ach ne, okay, das geht. Das funktioniert nicht. Da hinten sehe ich schon wieder was kommen. Einfach stehen bleiben, da kommt schon wieder was. Da haben wir wieder ein Frostnied heißt der. Okay, was machen die denn da? Okay, interessant. Fliegen sie erstmal eine Runde. Haben sie jetzt die anderen herbeigerufen, oder wie soll man das verstehen? Na egal, haben wir die eben alle weg schon. Die nerven einfach nur. Wenn die auf den Zauberer gehen, ist das was anderes. Das ist ein bisschen kritischer. Lebenspunkt, da mache ich mit 173, mit Gyorn haben wir mittlerweile 358, mit Gloan 245, okay. Nehmen wir die nochmal zusammen aus. Guck mal, was wir hier noch haben. Oha, oha. Was haben wir denn da? Eismagier. So, ja genau, kommt erstmal hier hin. Erstmal um diese Frostnieten, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Egal, so. Hier haben wir dann auch. Ja, die zu dritt, das sollten wir hinbekommen. Ja, genau, ja, heult mal ein bisschen rum hier. Oha, oha. Der geht jetzt auf Olora drauf, wenn ich das richtig sehe. Hinkriegen. So, genau, machen wir das mal so, dann gewinnt die auch noch ein bisschen an Stärke. Finde ich ganz gut, wenn die auch mal ein bisschen an Stärke gewinnen würde. Eisbogen, Bogen. Ja, der sieht doch mal ganz ordentlich aus. So, okay. Na, jetzt heil dich mal selber hier schön schnell. Der geht nämlich jetzt gerade, der Eiskrieger da, der Eisbogenschütze. So, Moment, wo hatten wir den Bogen denn jetzt? Machen wir das Ganze so, dann hat er wieder Platz. Der hat nämlich 1 bis 4 Schadenspunkte hinzu. 34, oh ja, oh, der ist ja schön. Stärke 15, 12 Meter, 13 Meter, okay. Ups, nee, so war das jetzt nicht gedacht. So war das jetzt gedacht. So.
Gucken wir mal, wo müssen wir denn jetzt hier nochmal weiter? Hier, glaube ich. War das richtig? Ja, genau. Mein Gott. Da hinten haben wir noch Frostniden. Frostniten. Ich glaube, ich sage jetzt einfach immer Frostniden. Sage ich jetzt einfach mal. Lege ich jetzt einfach mal so fest. Da hinten haben wir wieder so ein dämliches Nest. Diese Eisfliegen rauskommen. So. Hat Stufe 10 im Nahkampf erreicht. Ja, die sind einfach nur nervig. Großartigen Schaden machen die nicht wirklich. Ich halte jetzt trotzdem mal mit. Gion hat an was gewonnen? Stärke. Stärke 19 sind wir mittlerweile. 24, 20 kann er das nächste tragen. Oh, coole Sache. So. Oh, was wir da oben in der Kiste haben. Ah, das war mir so klar, dass da. Oha. Also die machen echt böse Schaden. Die sind echt nicht ohne. Ja, mit der Kampfesheilung sollte das eigentlich kein Problem sein. Gucken, was wir hier noch haben.